Ich könnte mir vorstellen, dass die Aliens nicht besonders glücklich darüber sind, Commander. Gut gemacht. Ja, Malka, ist nur eine Fleischwunde. Kennst du doch. Das kriegt er, die dicken, fetten Waffen. Jawohl, Klingenmeister. Bitteschön. Zwei Kills, ja. Unsere Truppen haben eines der Advanced-Datenpads geborgen, in dem sich wertvolle Informationen befinden. Wir können diese Informationen entschlüsseln, aber es wird eine Weile dauern. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich gerade. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen zur Sicherung der abgefangenen Advanced-Schaltpläne haben den jüngsten Entwicklungen der Aliens bei ihrem Projekt sicher einen schweren Schlag versetzt. Corporal Shane Kelly, Wille wiederhergestellt und erhöht. Soldaten, die sich von Stress, vom Status erschüttert, erholen, indem sie gute Kampfleistungen zeigen, bekommen ihren Willen wiederhergestellt. In diesem Fall ist es auch passiert. Sehr gut. Und ich habe irgendeine Nachricht auf mein Handy gekriegt. Es war eine YouTube-Nachricht. Eins muss man den neuen Rekruten lassen. Was ihnen an Erfahrung fehlt, machen sie durch Mut wett. Ja. Durchaus. Halt. Avenger berechnet neuen Kurs. Jetzt geht's zum Schwarzmarkt drüber, oder was? Erstmal würde ich aber gerne zurück zur Karte und würde mal speichern. Ja? Mal wieder hier richtig manuell speichern. Und hier die ganzen Autosaves löschen. Und sicherheitshalber nochmal speichern. So. Schwarzmarkt suchen. Ich hätte doch lieber erstmal die Vorräte. Okay, nee, dann erstmal den Schwarzmarkt suchen. Ist ja schon gut. Private Vic Todesengel. Du kannst, ja, Soldat anzeigen. Wir haben eine Scharfschützin. Sehr schön. Eine ausgezeichnete Scharfschützin. Besseres Zielfernrohr. Na, Logo. Viele Vorräte habe ich. Oh, das ist ein bisschen was. So. Zack. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Obwohl Advent diese Einheiten eindeutig zur Beruhigung ziviler Unruhen in ihren Stadtzentren geschaffen hat, greifen sie seit geraumer Zeit auf immer brutalere Mittel zur Befriedung zurück. Pulsklinge zur Fertigung verfügbar. Advent-Betäubungslandträger sind den Soldaten, gegen die unsere Truppen regelmäßig kämpfen, sowohl auf körperlicher als auch auf genetischer Ebene nahezu identisch. Allerdings verbessert eine geringfügige, aber dennoch entscheidende Anpassung der Muskelfaserdichte der Lanzträger ihre Beweglichkeit und auch ihre allgemeine Überlebensfähigkeit. Diese Lanzträger sind mit nicht tödlichen Waffen ausgerüstet, die in der Lage sind, menschliche Ziele bewegungsunfähig zu machen. Sie kamen erstmals in den frühen Tagen nach der Errichtung der Advent-Stadtzentren zum Einsatz, als Unruhen häufiger auftraten als direkter Widerstand. Das Studium ihrer Verwendung und ihrer Einsätze wirft eine interessante Frage auf. Wenn die Lanzenträger zu den ersten eingesetzten Advent-Truppen zählen und ihre Überlebensfähigkeit über der von gewöhnlichen Soldaten liegt, haben die Aliens dann anhand ihrer Einschätzung der menschlichen Kampfbereitschaft bewusst die Stärke der Soldaten reduziert? Das würde auf ein System von schneller genetischer Modifikation hindeuten, das weit über die Möglichkeiten hinausgeht, die ich den Aliens bislang zugetraut hätte.
Es würde auch einen gewissen Grad von genetischer Genügsamkeit zeigen, obwohl ich aufgrund der Vielzahl von ungewöhnlichen Experimenten, die sie bereits durchgeführt haben, davon ausgegangen war, dass die Aliens ihr keine Bedeutung beimessen. Die Pulsklinge. Ich würde jetzt gerne mal hier die Datenpad entschlüsseln. Mal gucken, was wir da finden. Dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Der Testbereich ist auch bald fertig. Sehr schön. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Willkommen im Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren, vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Okay, aber ich kann jetzt hier noch nicht wirklich, glaube ich, großartig was machen, denn ich brauche 43, 50. Oh, 50 klingt echt gut. 50 Vorräte. Deswegen baue ich das hier ab. So, da kommt dann Stromgenerator hin, schätze ich mal. Nach unten durchgehend, im besten Fall. Der Schwarzmarkt wurde gefunden, Commander. Sie scheinen bereit zu sein, uns Materialien im Austausch gegen Informationen anzubieten. Sie interessieren sich außerdem auch für den Erwerb aller ungenutzten Objekte, die wir erübrigen können. Der Markt ist offen. Interessen dieses Monats. Auf dem Schwarzmarkt herrscht besonders Interesse an unseren Lagerbeständen an Advent-Soldatenleichen, Sektoidenleiche und Advent-Betäubungslanzenträgerleiche. Ich kann sogar kaufen. Okay. Das ist interessant. Das ist interessant. Halbiert die verbleibende Forschungsdauer. Wow. Das weiß ich aber nicht. Brauche ich die Dingsleichen für irgendwas? Technikabteilung. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Gegenstand herstellen. Zehn Alien-Legierungen und nur Vorräte, okay. Das heißt, die könnte ich quasi verkaufen. Schon ein paar Jahre in den Kolonien gelebt, nicht? Ja, einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit Advent. Auf den ersten Blick ein komfortables Leben. Aber dieser Komfort hatte einen Preis. Avenger berechnet neuen Kurs. Ich will hier die Informationen noch haben. Die Vorräte. Strategische Ressource gefunden. Auch wenn sich in dieser Region noch immer Hinweise auf nach der Invasion entstandene Siedlungen finden, ist das Gebiet größtenteils unbewohnt. Wir haben mithilfe des Zentralcomputers der Avenger mögliche Positionen von verwertbaren Ressourcen ermittelt und konnten so einen Wert, ein paar Vorräte in den nahegelegenen Gebäuden ausfindig machen. Ich würde jetzt gerne hier in Ostamerika Kontakt herstellen. Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Sobald wir sie gefunden haben, haben wir die neue Region erschlossen. Schön. Dann mal los. Amerikanischen Bezirk. Commander, anhand der bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle in dieser Region ausmachen. Der Scan zur Ermittlung ihrer exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Okay. Commander, wir haben gerade erfahren,
erfahren, dass der Widerstand eine Advent-Nachschublinie angegriffen hat. Dies gibt uns die Chance, wertvolle Materialien zu bergen, wenn wir zuvor die Alien-Einheiten vor Ort ausschalten. Na gerne. Ja. Rüber da. Auf den mexikanischen Regionaltrakt. Da mache ich die Mission noch und dann ist Feierabend. Nykerf ist noch verwundet. Du kommst mit? Ich komme mit. Und sie kommt mit. Alles klar. Then let's do it, bitches. Skyranger in Position für den Einsatz. Bessere eine Waffe. Gerade geguckt, was ich für ein Achievement vorhin bekommen habe. Truppentransporter überfallen, der das Gebiet hier durchquert. Und wir können die Güter bergen. Der Transporter sitzt noch fest. Doch wir müssen mit feindlichem Widerstand vor Ort rechnen. Sichern Sie das Gebiet und bergen Sie so viel Sie können. Wird gemacht, Chef. Erstmal noch gucken, was ich hier gerade in mein Inventar bekommen habe. Einen Archon. Das habe ich, glaube ich, alle Karten somit bei XCOM gesammelt. Ja. Alle Kartenfunde. Gucke später danach. So. Let's do it! Just do it! Gerade mal kurz gucken, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Aber ich habe noch mehr als genug. Ich könnte noch die ganze Nacht aufnehmen. Mache ich aber nicht, ist schon spät. Ich will dann schon mal ein bisschen rendern und muss noch uploaden. Transporter ist in der Nähe. Angreifen und alle Feinde neutralisieren. Erstmal einen Überblick hier verschaffen. Vermeide es, wichtige Vorräte zu zerstören. Neutralisiere alle feindlichen Ziele. Wird gemacht. Sir. Das bin ich, der Mann mit der Zigarre im Maul. Boah, Alter, da ist jetzt schon die Qual der Wahl mit und los geht's. Positionen hier zu nehmen. Zack, zack. Bestätigt. Überwachung läuft. Bin auf dem Weg. Jetzt mal hinten gucken. Sichtkontakt zu feindlicher Patrouille. Interessant. Bitte Feuerschutz. Das ist interessant, wo die stehen. Durchaus interessant. Double time. Double time. Da oben hast du leider keine Schutz, ne? Da unten aber. Ach so, ja, das ist auch interessant. Ich könnte jetzt hier quasi durch die... Hier sieht man dieses Auge mit dem Ausrufezeichen. Ich könnte durch das Fenster springen. Oder der Charakter springt durchs Fenster, wenn er hier hingeht. Das hören dann die ganzen Leute in der Umgebung und werden alarmiert. Finde ich auch ein sehr schönes Element in diesem Spiel. Dass das so möglich ist. Habe ich hier in der Richtung irgendwas gehört? Ich würde gerne mal speichern. Die
85. Egal wen. Das wird mich interessieren. Mädel, kannst du mit dem Granatwerfer... Kannst du das ganze Ding zerlegen? Ich habe vorher gespeichert. Ich will jetzt nochmal eben wissen, was dann passiert. Verursacht Schaden an einem Verbündeten. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Hat's einen erledigt? Einen hat's erledigt. Voll nice. Ja, Mann! Der erste Kill von Vic. Direkt der erste Schuss, der erste Kill. Das ist ein gutes Zeichen. Die Menschheit ist gerettet. Oh, wie geil. Zeigen diese einst als dünner Mann getarnten Kreaturen nun ihre wahre Nein! Nach reinen Reptilienspezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie keine Infiltrationseinheit mehr. Die verfluchten Schlangen. Bestätigt, Überwachung läuft. Let's do it, Mädel. Nice. Feind eliminiert. Ich brauche hier Unterstützung. Oh nein. Daneben, ich hab doch gesehen, wie die Kugeln durch ihn durchgesiebt sind. Bewusstlos, ach komm. Ey, diese Typen sind echt voll für den Arsch. Position bestätigt. Kritisch? Was ein Kill? Ziel neutralisiert. Voll gut. Affirmative. Moving out. Komm, so dass es die Schlange auch schön erwischt. Scheiß Vieh. Somit ist deine Tarnung weg. Oh Gott, das entscheidet jetzt quasi über Leben und Tod. Wortwörtlich. Bestätigter Abschuss. Von wo kamen die Stimmen jetzt? Also er ist nur bewusstlos, ne? Ja, also ich
Gebiet. Verstanden. Rücke ab. Gebe Feuerschutz. Irgendwo gibt es hier noch Gegner. Die Frage ist halt nur, wo. On the move. Die Karte ist aber auch groß hier. Heading to that location. So. Overwatch. Bin auf dem Weg. Schön vorsichtig. Da oben, okay. Orders confirmed. Moving out. Come get some. Come get some if you want some. Ist mir zu riskant. Hast du keine Deckung. Bin dabei. Ganz anders als hier drinnen.